Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lens TV, der letzte Nachbericht in dieser Saison. In der Saison 2016-2017 steht auf dem Programm und unser SK Sturm hat zum Saisonabschluss mit 0:1 in Wolfsberg gegen den WRC verloren. Die Wiener Austria feiert einen 6:1 Sieg bei der Admira in der Südstadt und holt sich damit den Vizemeistertitel. Völlig verdient, muss man neidlos anerkennen, wenn man die letzten beiden Partien so im direkten Vergleich sieht. Und ja, da kann man eben nur gratulieren, ganz ehrlich, unsere Jungs sind da selber schuld. Es hätte natürlich so oder so wahrscheinlich nicht gereicht, also auch mit einer normalen Leistung, zur Leistung kommen wir gleich, wäre vielleicht maximal so ein 3-4-0, wenn alles gepasst hätte, rausgesprungen, aber so gesehen, ja, hat sich die Austria auch verdient. Die waren einfach motiviert bis in die Haarspitzen, ganz offensichtlich, denn sonst gewinnst du das letzte Spiel nicht mit 6:1. Und naja, dritter Platz, die Tabellenplatzierung am Ende ist ja nicht die schlechteste. Damit kann man als Sturmfan, denke ich, ganz gut leben. Auch wenn natürlich der Saisonstart noch mehr fast versprochen hat. Aber im Endeffekt, ein dritter Platz ist okay. Wie gesagt, ist auch keine Kritik an der Endplatzierung. Aber jetzt kommen wir eben zum Spiel. Und das war zumindest die erste Hälfte, in meinen Augen, eine absolute Sauerei und eine einzige Frechheit, was unsere Jungs da geboten haben. Ganz ehrlich, ich kann da wirklich kaum irgendwas Positives aus dem ersten Durchgang ziehen. Das war von vorn bis hinten eine Frechheit. Ich weiß nicht, was den Kickern da durch den Kopf geschossen ist. Vielleicht, wo sie Urlaub machen, ob es nach Dubai geht oder keine Ahnung, vielleicht doch nach Mallorca. Ich weiß es ja nicht. Es ist auch mir scheißegal, es geht mich auch nichts an. Aber das war einfach keine ordentliche Arbeitseinstellung. Du hast die Chance, bitteschön, als SK Sturm, um den Vizemeistertitel zu spielen. Du kannst wirklich Tabellen Zweiter werden. Das wäre für unseren Verein eine Top-Platzierung. Und was machen unsere Jungs? Sie verschlafen den ersten Durchgang. Ja, und meine Güte, wirklich. Also ich muss mich wirklich ich will mich nicht beruhigen, aber ich muss schauen, dass ich da kein irgendwie jetzt dumm anquatsche. Also weil das ist... Nein, das war einfach nur eine Frechheit, von vorn bis hinten. Zwei Torchancen, ein Distanzschuss von Koch, dann ein Solo von Artig, das war's dann. Dann machen die Wolfsberger aus der einzigen Chance natürlich das Tor. Okay, das passt dann auch irgendwo zur Saison dazu. Gerade die Auswärtsauftritte im Frühjahr sind eine einzige Frechheit, also von vorn bis hinten Vorgaben im Grunde. Zumindest die meisten Partien, zum Tor, zum Gegentor. Hierländer verliert den Ball im Mittelfeld, der kommt dann zum Wolfsberger Angreifer, ich glaube Orgel heißt er, keine Ahnung, bin mir da nicht ganz sicher. Der hat dann das 1 gegen 1 Duell, zumindest in meinen Augen gegen Schulz. Und Schulz stellt sich genauso idiotisch an wie beim Gegentor in Hütteldorf gegen Schanto. Komplett das Gleiche fast. Also lässt natürlich Sicherheitsabstand zwischen sich und dem Gegenspieler en masse. Also nicht, dass er auf die Idee kommt, den vielleicht einfach mal zu attackieren. Und ja, nein, der geht da einfach zurück, lässt den gewähren und der kann sich das Eck natürlich aussuchen. Schöner Schuss, schönes Tor, keine Chance für Graz, sei klar. Aber trotzdem, wenn du den Gegner dann auch noch einlädst, ja, dann darfst du dich halt nicht wundern. 0:1. Klar, man weiß auch in dieser Saison, Sturm hat im Moment jetzt nicht die ganz großen Motivationskicker offensichtlich in der Mannschaft. Ich will jetzt nicht die ganze Mannschaft natürlich schlecht reden oder anwichsen, aber es ärgert mich einfach, weil wir sind auch in dieser Saison jetzt nicht dafür bekannt, dass wir jetzt so oft Rückstände umgedreht haben. Und ja, das haben auch eben die Wolfsberger wahrscheinlich mitbekommen und man hat sie eben auch gesehen. Also unsere Jungs ja, mit dem Rückstand dann. Und der erste Durchgang, das Beste war, dass der erste Durchgang dann irgendwann abgepfiffen worden ist. Also wirklich auch wenn ich mir eben das Ganze so gebe, du stehst dann auch eben in dieser Gästekurve, Dauersupport, die Mannschaft wird ohne Wenn und Aber unterstützt, also wirklich bedingungslos in dieser Hitze und dann kriegst du sowas geboten. Also dann wirklich, also Hut ab vor allen Sturmfans einfach, die sich das dann auch angetan haben. Und naja... 0:1 Pausenstand, okay, das Ergebnis wäre ja noch wurscht gewesen. Mir geht es auch gar nicht darum, dass man verloren hat, eben die Einstellung. Die war unter aller Sau. Im zweiten Durchgang war das Ganze dann nicht ganz so schlimm. Da hat man durchaus den Willen erkennen können, zumindest ich für meinen Teil. Ich kann mit der zweiten Hälfte durchaus leben. Da war für mich zumindest der Wille da, dass man ein Tor schießt. Es war sowieso schon abzusehen, dass die Austria das Ganze dann klar machen würde. Also im Laufe des zweiten Durchgangs hat man dann schon mitbekommen, okay, 3:1 für die Austria, 4:1 für die Austria. Da war das Ganze dann auch schon entschieden. Aber zumindest so für die
die Ehre, für die Ehrenrettung hat man zumindest probiert, ein Tor zu schießen. Es hat dann nicht funktioniert. Man hatte durchaus Möglichkeiten. Schmerböck, der an Kofler scheitert. Husbeck, der an Kofler scheitert. Horvath, der auch kein Glück hat im Abstand, der für mich noch einer der wenigen am Platz war, der wirklich motiviert war in seinem letzten Spiel. Artig, der durch eine Dummheit dann die gelb-rote Karte sieht. Okay, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Man hat auch in Unterzahl nach vorne gespielt. Im zweiten Durchgang kann ich nicht viel aussetzen. Außer, dass man ein bisschen ideenlos war. Okay, ist jetzt auch nicht das ganz große neue Paket bei unseren Blackies. Aber im zweiten Durchgang war zumindest der Wille zu erkennen. Und deswegen, wenn ich irgendwas Positives aus der Partie herausziehen muss, dann war es der zweite Durchgang, dass man zumindest aufgewacht ist. Insgesamt eben die Partie trotzdem größtenteils viel zu schwach und eben den Vizemeister hätte man sich aufgrund der Leistung natürlich auch nicht verdient gehabt. Wäre natürlich sowieso sehr glücklich gewesen. Zweiter Platz, okay, unsere Liga ist nicht die beste. Der dritte Platz ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Man hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ohne den dritten Platz jetzt schlecht reden zu wollen, dass Rapid heuer wirklich komplett ausgelassen hat, von vorn bis hinten. Also von dem her wird auch nicht jedes Jahr so laufen, aber dann gut, über die Tabellenplatzierung kann man sich durchaus freuen, über die Leistung im letzten Spiel auf jeden Fall nicht. Gut, aber bitte, schließen wir eben dieses Kapitel ab. Das letzte Match für mich sehr ärgerlich. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, auch Franco Foda mit seinem seichten Gerede da, also mit seinem seichten Schöngerede da am Ende der Partie, also nach dem Spiel. Nein, also einfach schon ein bisschen, sorry, aber ein bisschen lächerlich in meinen Augen. Also, weil es schon so ein bisschen in die Richtung dann auch gegangen ist, zumindest nach meinem Empfinden. Ja, die Saison ist lang gewesen und man war natürlich schon so ein bisschen müde. Also, was soll dieser Blödsinn? Was heißt, man war müde? Man hatte keine Doppelbelastung. Das hatte die Austria. Die Austria ist bitteschön in Astana und keine Ahnung wo gewesen über die Saison. Die waren Europa League. Die haben noch mehr Reisestress als sonst wer gehabt, hatten ihre Doppelbelastung. Und die könnten das noch am ehesten als Vorwand irgendwie verwenden. Also, aber bei unseren Jungs, nein, also das ist Blödsinn. Das darf keine Ausrede sein und sicher nicht für Profis. Aber gut, die Saison ist vorbei. Nach diesem Spiel muss man sagen, naja, vielleicht jetzt gar nicht mal so schlecht. Es geht ja sowieso trotzdem bald wieder los. Es wird natürlich auch darum gehen, wer das Cup-Finale gewinnt. Rapid trifft dann noch auf Salzburg. Und ja, wann wir da wirklich dann spielen. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wen wir in der Europa League Quali da bekommen. Einstellungstechnisch muss sich natürlich was ändern. Also allein jetzt wirklich, wenn man sich eben das ganze Frühjahr da so angesehen hat, da war doch mehr Schatten als Licht für mich persönlich zu erkennen. Auch wenn der Herbst sehr furios begonnen hat. Und da muss man eben schauen, dass man sich da eben richtig einpendelt und da einfach auch spielerisch eine andere Linie an den Tag legt. Sonst wird das mit Europa auch relativ schnell vorbei sein, traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen. Ja, was kann man dann sonst noch sagen zu diesem Video? Vielleicht, dass wir die 300er Abonnentenmarke geknackt haben. Also, großes Danke an der Stelle. Also, ihr seid einfach Hammer. Also, 300 Abos. Ja, hätte ich mir nicht so schnell gedacht, als ich angefangen habe mit den Videos. Und ja, ich kann einfach ein ganz großes Danke da nur loswerden an alle, die ja, mir regelmäßig auch Feedback geben, positives Feedback oder eben generell die Videos angucken. Also einfach großes Danke von mir und ja, ich hoffe, ich kann euch weiterhin da auch gut entertainen an der Stelle. Ja, das war es eben auch jetzt zum Nachbericht. Der letzte Nachbericht in dieser Saison 2016-17 ist damit vorbei. Zur neuen Saison könnte ich vielleicht noch sagen, ach ja, genau, Resümee wird es auf jeden Fall geben. Also ein komplettes Saisonresümee, das kommt von mir auch noch, wo ich ein bisschen detaillierter noch auf die komplette Saison eingehe. Das gibt es auf jeden Fall noch. Und ja, vielleicht könnte es sein, vielleicht werde ich den einen oder anderen jetzt schockieren, dass ab der nächsten Saison, na, dass vielleicht die Vorberichte wegfallen. Also ich bin da im Überlegen, ist noch nicht hundertprozentig fix, aber es könnte sein, dass ich nur mit dem Nachbericht mache, aber trotzdem noch, soweit es geht, 2 Videos pro Woche. Allerdings eben nicht mehr den Vorbericht, sondern vielleicht einfach so, was allgemein fußballtechnisch ist, also so allgemeine Themen. Inwieweit das dann wirklich konkret aussehen wird, da lasst euch einfach überraschen. Also da kommt sicher was Interessantes dabei raus, aber ist noch nicht hundertprozentig. Vielleicht könnt ihr mir da den einen oder anderen Kommentar noch dazu schreiben, was ihr da so meint, was euch da interessieren würde. Aber ich denke, dass ich das Ganze ein bisschen anders noch gestalten werde. Ja,
Das war es jetzt, glaube ich, auch. Ich kann mich dann nur mehr verabschieden und euch einen wunderschönen Tag wünschen. Auf die Schwarzen natürlich, auch wenn das WRC-Spiel für die Katz war, aber mein Gott, in ein paar Wochen wird es uns wieder abgehen, der ganze Kick. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.